Wunderschönen guten Tag, liebe PlayStation-Freunde, und willkommen zur Vorstellung des zweiten PlayStation 4-Titels im PlayStation Plus-Angebot im Mai 2021. Ihr seht es, wir werfen einen Blick auf Stranded Deep. Da mache ich es jetzt so, ich habe zwar, mein Savecam ist zwar weg, irgendwie, weil es scheinbar irgendwie gerade zerbröselt wurde, aber ist egal. Wir fangen hier einmal ein neues Spiel an, denn hier macht es tatsächlich Sinn, euch das Ganze von Anfang an zu zeigen. Einfach damit ihr ein bisschen eher versteht, wenn ihr das Spiel überhaupt noch nicht kennt, worum es geht und wie das so funktioniert. Das zeigt sich am Anfang hier einfach am besten, zumal mein Savegame, das ich bis gerade eben noch hatte, weiß der Geier, wo das hin ist, zumal das Savegame auch noch nicht so weit weg vom Start ist. Von daher, alles gut. So, ganz kurz erstmal erstellen neues Spiel. Ihr könnt Welt zufällig oder vorhanden, also eine bereits erstellte Karte von den Entwicklern zum Beispiel, einstellen oder eine prozedural erstellte Karte, das heißt eine zufällig erstellte Karte. Endgültiger Tod, lasse ich jetzt mal hier aus. Wildtiere könnt ihr einstellen, ob die passiv sein sollen, ob die komplett weg sein sollen oder ob die normal reagieren sollen. Wir nehmen sie mal komplett raus. Und starten jetzt ein Spiel und hier lasse ich jetzt tatsächlich auch mal das Intro laufen, damit wir wissen, warum wir überhaupt auf dieser komischen Insel landen, auf der wir uns gleich versuchen müssen, ums Überleben zu kämpfen. Oder so ähnlich. Hört ihr eigentlich das Tröpfeln? Es regnet bei mir nämlich gerade wie Sau. Aber egal. So. So, das hier ist unser Fliegerzeug. Und an dem Gewackel lässt sich vielleicht schon so ein bisschen erkennen, da passieren gleich unschöne Dinge. Ja, also ich würde hier nicht so durchsitzen bleiben. Und bam. So. Flugzeug abgeschmiert. So, und wir müssen jetzt aus dem Fliegzeug erstmal raus hier durch das Loch in der Wand. Einmal nach oben. So. Und da sieht man schon, das sieht nicht gut aus. So, hier ist jetzt ein Brett. Hallo? Was war das? Hallo? Ich habe keine Ahnung, was jetzt gerade passiert ist, warum er mir jetzt irgendwie... aber das da ist neu. Das da sehe ich zum... Das war bei meinem letzten Savecam nicht. Aber ist egal, das gucken wir uns jetzt mal an. So, wir nehmen jetzt hier einfach mal das Paddel und setzen uns hin, dass wir das Boot hier bedienen können. Warum sind denn hier Boote? Das ist ja doch nicht so einsam hier. So, ich fahre da jetzt einfach mal hin. So, warte. Ne, ihr seht schon hier, da hinten ist eine Insel. Da ist eine Insel, da müssten wir jetzt eigentlich hin. Aber wir paddeln jetzt hier mal einmal erstmal zu diesem ollen Boot rüber. In der Hoffnung, dass wir da vielleicht sogar schon was Interessantes finden. Ah, hier ist ein Felsen, da müssen wir rum. Eine an. Das ist ja interessant, du. Der Kahnsch hat zwar die besten Jahre hinter sich, du, aber nicht verkehrt, dass hier einer ist. Ein bisschen Wracktauchen können wir nachher mal machen. So, ich kann mich hier gerade irgendwie nicht richtig wegbewegen. Stoß mich mal weg da. So, jetzt kommen wir wieder weg. Jetzt fahren wir erstmal zur Insel hier. So, dann zeige ich euch so ein bisschen so die ersten paar Minuten. Ich muss gestehen, ich selbst habe Stranded Deep nur ganz, ganz wenig gespielt. Irgendwie komme ich an solche Spiele nicht ran. Das gilt für alles, was so in diese Stranded Deep-Richtung geht. Zum Beispiel auch The Forest. Das ist zum Beispiel auch überhaupt nicht meins. So, jetzt haben wir hier einmal das. So, das olle Paddel empfehle ich, oh Gott, dass wir das wieder hier hinstecken und dann ist hier hinten so ein Anker. Na? Hallo? Hat er den jetzt gesetzt oder nicht?
Ach, es ist zu seicht, um einen Seeanker zu setzen. Na, dann bleibt das Schiff vielleicht hier. Aber ist egal. So, wir sind jetzt auf dieser Insel gelandet. Ihr seht dort links oben schon mal so ein kleines bisschen, was man machen kann. Ne, hier kann man jetzt das Inventar angucken. Das ist jetzt alles noch relativ leer. Und jetzt müssen wir so, damit wir erstmal anfangen können hier mit irgendwas, müssen wir so das erste kleine rudimentäre Werkzeuge bauen. Und wir können zum Beispiel dann, so, jetzt suchen wir erstmal hier nach Steinen. Wir brauchen nämlich zwei Stöcker. Und ein Stein. So, da haben wir einen Stein. Und da haben wir den ersten Stock. Stock. Hallo? Stock. Und dann brauchen wir noch einen zweiten Stock. Ach, hier liegt noch ein zweiter Knüppel. So. Nein, er hat eben nur einen Stock aufgehoben. Warum hat er jetzt nur einen Stock aufgehoben? Okay. Also, wir haben jetzt wie viele Stöcke? Ein Stock. Okay, wir gehen mal wieder auf die Hand. Hat er jetzt den Stein irgendwie fallen lassen oder was? Wir gucken mal, dass wir einen neuen Stein finden. Wir können ja jederzeit wieder wegschmeißen, wenn da... wenn das irgendwie nicht so richtig funktioniert, wie das soll. Also man sieht vielleicht, dass ich das Spiel noch nicht so wirklich viel gespielt habe. Was jetzt diese optische Präsentation vom Spiel angeht, muss ich halt auch sagen, das geht ein bisschen besser. So. Ah, okay. Das Steinwerkzeug müssen wir jetzt bauen. Bumm. So. Und dann brauchen wir einmal das ausgefeilte Messer. So, dafür brauchen wir jetzt aber gleich erstmal, das können wir uns da oben hinsetzen, dafür brauchen wir so ein Seil. Und für so ein komisches Seil brauchen wir Tauwerk. Also das nennt sich Tauwerk. Und dafür brauchen wir so ein bisschen Farn hier von jungen Palmen. Ne? Das heißt, wir metzeln hier so ein paar Palmen weg und brauchen davon 4 Stück. So, noch eins und dann haben wir hier noch ein drittes. Und ein viertes findet sich hier garantiert auch noch irgendwo. Aua, die Krabbe hat mich gebissen. Böse Krabbe. Da. So. So, dann haben wir jetzt das. Dann können wir jetzt hier einmal Tauwerk bauen. Dann gehen wir nochmal ins Baumenü und dann bauen wir uns einmal das Messer. Dann haben wir ein richtiges Messer. Na, wir können jetzt hier auf unsere schlaue Uhr gucken und die zeigt uns, wie unser aktueller Zustand ist. Ob wir Hunger haben, ob wir durstig sind. Was heißt SPF nochmal? Das kann ich jetzt nicht so ganz sagen. Aber das ist nicht so wild. So. Damit können wir das ändern. So, dann müssen wir einmal kriechen. Wir müssen uns jetzt nämlich eine Krabbe holen hier. Hallo? Da haben wir sie. So, und jetzt können wir sie direkt häuten. Oh, ist disgusting. So, und schon haben wir Krabbenfleisch in der Tasche. Aber ich bin jetzt halt einfach mal neugierig und guck mal nach dem Boot hier. Also in meinem ersten Anlauf, wo ich das Spiel hier so angefangen habe, mal so ein bisschen auszuprobieren, war hier kein Boot. Bojenkugeln. Kann ich die aufnehmen? Die sehen praktisch aus. Tür auf. Vielleicht ist hier irgendwas Interessantes im Spind oder so. Ach, cool. Hier ist ein Spind. Ausgefeilter Hammer. Bohnen. Jedes Böhnchen gibt ein Tönchen. Taschenlampe. Eine brennende Fackel. Okay. Ich stelle mir das gerade vor, so eine anschaltbare
Allerdings, was ist das? Klebeband. Klebeband ist auch. Ich meine, das können wir natürlich auch alles hier lassen. Wir müssen das jetzt nicht die ganze Zeit rumschleppen, weil wir haben natürlich auch nur begrenzten Platz im Inventar. Deswegen brauchen wir das jetzt nicht alles schon mitnehmen. Wobei der Hammer wahrscheinlich irgendwie echt praktisch werden kann, wenn wir uns den holen. Aber erstmal machen wir was anderes. So, wir müssen nämlich ein Lagerfeuer errichten. Und dafür, jetzt muss ich mal eben gucken, da müssen wir einmal dahin. Lagerfeuer. Okay, dafür brauchen wir 4 Stöcker. Das heißt, wir müssen jetzt hier entweder rumrennen und auf diesem kleinen, niedlichen Eiland 4 so eine Knüppel hier suchen. 1. Also meistens so am Anfang findet man hier noch alles, was man so braucht. Hauptsache das Boot schwimmt nicht weg da. So. Oh, ist das ein Knüppel gewesen? Nee, sah nur so aus. So, da liegt ein Knüppel, den nehmen wir uns mal. Knüppel in den Sack. So, ach, da ist auch noch einer. Knüppel. Und da ist noch einer. Sehr schön. So, Knüppel haben wir jetzt erstmal. So, jetzt gehen wir mal an eine Stelle, wo es ein bisschen Sinn macht. Nämlich da, wo wir unser Boot haben. Dann sind wir mit dem Lagerfeuer auch irgendwo in der Nähe vom Boot. So, ne, da ist unser Boot und hier basteln wir uns jetzt unser Lagerfeuer hin. Das haben wir hier und dann platzieren wir das mal einfach da. So, stelle Reisig her. Okay, für Reisig brauchen wir auch das hier. Jetzt weiß ich gar nicht, wie viel ich dafür Reisig brauchte. Das ist da. Davon brauchen wir 2. So, da ist auch nochmal ein junges Palmchen. So. Bupp. Okay, dann. Na, ihr merkt das Ruckeln so ein bisschen. Das ist nicht im Video, das ist auch bei mir. Na, das ist halt, leider ist das Spiel technisch nicht ganz so optimal. Was fehlt mir denn jetzt hier? Ach, bin ich doof? Warum habe ich denn das anderes? Ich brauche doch Knüppel. Und nicht junge Palme. Bin ich doof? Ja, das passiert, wenn man nur mit einem halben Kopf dabei ist. So, wir suchen uns einen Knüppel oder wir basteln uns einen Knüppel. Das geht natürlich auch. Dazu können wir hier das Bäumchen so ein bisschen malträtieren. Und da wird dann meist irgendwie ein Knüppel raus oder ein paar mehr Knüppel. Ich empfehle tatsächlich, da man die Dinger immer wieder mal braucht, entweder ihr nehmt euch einfach das mit, was ihr findet. Ne, liegt hier noch irgendwo ein Knüppel? Nee, wa? Nee. Weil es macht dann jetzt nämlich Sinn zu sagen, pass auf, warum bin ich jetzt hier außen rum? Blöde Krabbe, nicht schon wieder in C-Zwicken hier. So, dann basteln wir uns jetzt einmal Reisig. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? So. Und die. Da wollte ich hin. Nee, warte mal. Wo war denn das mit dem Feuer jetzt hier? Ach, ich muss das Zeug ja in die Hand nehmen. Stimmt. Dann nehmen wir das Zeug einmal in die Hand und dann einmal hier zum Entfachen. Und jetzt, ihr seht die Leiste da über dem Holzhäufchen. So, dann haben wir jetzt das soweit fertig. Das Zeug das hier können wir erstmal alles fallen lassen, weil das meinte ich nämlich mit, legt das Zeug irgendwo in die Nähe von eurem Lagerfeuer,
damit ihr das vernünftig nutzen könnt. So, und dann kocht jetzt das Fleisch vor sich hin. So, dann haben wir schon mal das Erste. Das sind so die ersten Basics, um die man sich kümmern muss. Ne? Diese dienen halt so ein bisschen dazu, euch zu zeigen, wie das Spiel so ganz im Groben funktioniert. Das geht später nachher noch weiter. Da könnt ihr euch hier so ein richtiges kleines Paradies bauen. Jetzt, hallo? Ich wollte jetzt eigentlich hochklettern. Okay, einmal hochklettern. So, und dann nehmen wir uns jetzt einfach mal eine Palme. Ist hier noch eine irgendwo? Ist hier noch irgendwo nur Kokosnuss? Okay, dann lassen wir die Kokosnuss einmal fallen. Dann brauchen wir einmal das Messer. Wir müssen die Kokosnuss nämlich jetzt einmal so. Hallo? Dann heben wir die Kokosnuss auf. Wir wechseln auf die Kokosnuss. Und jetzt, weil wir durstig sind, machen wir das so. So, und jetzt nochmal schon mal ein kleiner Trip. Kleiner Tipp. Auch die Kokosnuss nicht einfach entsorgen, sondern hier hinlegen. Das Messer nehmen. Die ist jetzt nämlich leer. Aber ihr könnt die aufspalten. Wir haben aktuell noch keinen Hunger. Ihr könnt nämlich das Kokosnussfleisch wunderbar dazu nutzen, um um was gegen euren Hunger zu machen. So, und jetzt müssen wir hier ein bisschen mit den... gucken. Wir hauen jetzt einfach mal so eine Palme um hier. Wir hauen die mal in die Richtung um. So, ich nehme jetzt echt bewusst eine hier, die am Rand steht. Damit, das dauert ein bisschen. So, da fällt sie um. Bumm. So, und jetzt können wir hier oben die Palmwedel abhauen. Palmbündel. Warum dauert denn das jetzt so lange? Hier ist ein Knüppel. So, warte mal. Warum hat er denn jetzt... Nee, das, ich will das nicht so im Inventar. Ich will das hier... Leg das mal dahin. Mensch, Leute. Es wird doch langsam dunkel. So, jetzt brauchen wir nämlich 4 Farne. Oder 4 Palmwedel. Wir nehmen uns mal ein paar mehr mit. So, und den Knüppel nehmen wir auch noch mit hier, der hier rumlag. Ist nämlich praktisch. Na. Und hier ist nämlich noch eine Kokosnuss hingefallen. Die nehmen wir uns auch gleich mit. Den Rest lassen wir erstmal liegen. Den können wir später immer noch holen. So, ihr merkt, es wird dunkel. Es gibt also auch einen Tag-Nacht-Zyklus. Jetzt muss ich nochmal gerade gucken, was ich für ein Lager nochmal alles brauchte. Dafür bräuchte ich jetzt nur ein paar Knüppel und ich brauche dafür auch nochmal einmal Tauwerk. So. Wenn es dunkel wird, ist natürlich ein bisschen doof hier mit irgendwas sehen, weil ich sehe jetzt nämlich nicht, ich brauchte so ein paar kleine Palmwedel noch, so eine Dinger hier. Ja, sowas. So, habe ich da jetzt genug von für einmal Tauwerk? Wie viel habe ich denn jetzt? Okay, mir fehlt noch eins. Hier vorne stand da auch eins gerade. Da. So, und dann bauen wir uns damit jetzt einmal das Tauwerk, das wir brauchen. Was brauchten wir noch? Ach so. Knüppel haben wir da vorne noch genug liegen. Die sammeln wir uns gleich wieder auf und dann können wir uns ein kleines Lager bauen. So, nehmen wir noch einen weiteren Knüppel. Und jetzt können wir uns nämlich hier unser Lager errichten. Können so ein bisschen gucken, wo bauen wir es denn hin. Machen wir es mit Sicht Richtung Meer, ne? Ja, so ein schöner Meerblick ist doch was Feines. So, da steht jetzt unser Lager. Na, und da können wir uns dann jetzt erstmal schlafen legen und für die Nacht ruhen. Was wir auch machen werden. So, wir schlafen. Und damit ist der erste Tag für uns abgeschlossen. So.
Und im Grunde läuft so das Spiel. Ne? Natürlich baut ihr nachher später noch weitere Sachen. Ne? Da wir wahrscheinlich ein bisschen Hunger haben werden. Ja, wir haben Hunger. Mache ich das mal eben noch schnell. Wir nehmen uns einmal die beiden Kokosnuss. Hälften, nehmen das und dann einmal R2 und dann isst man die quasi auf mitsamt der Schale und schon ist es mit dem Hunger nicht mehr ganz so schlimm. Ne? Das ist so ein typisches Notfallding. Das gleiche machen wir auch mit dem Stück Fleisch, ne? Und schon noch ein bisschen weniger Hunger. Ne? Also ihr seht, so funktioniert das Spiel. Und wie gesagt, im späteren Verlauf, das kann ich euch jetzt hier oben noch mal zeigen, könnt ihr noch ganz andere Sachen bauen. Ne? Ihr könnt dann hier richtige Häuserwände bauen oder richtige Häuser, so Robinson Crusoe-Style oder eben halt auch einen Wachturm und so ein Kram. Ne? Und dann gibt es eben auch noch solche Sachen wie jetzt hier Salben, Kokosnussflaschen und ihr schaltet auch immer mehr Zeug frei. Könnt eigene Felder bestellen und so weiter. Also im Grunde könnt ihr hier so einen richtig auf Robinson Crusoe machen oder auch meinetwegen auf Castaway. Nur Mr. Wilson ist halt nicht da und einen Freitag gibt es hier auch nicht. Aber das ist so im Grunde das, worum es in dem Spiel geht. Und mehr sehe ich da storytechnisch auch nicht drin. Und das ist halt so das, was mich ein bisschen stört. Das ist mir persönlich, ist es ein bisschen zu langweilig. Ne? Und vor allen Dingen auch so ein bisschen sehr zäh. Also es mag ja Leute geben, die mögen sowas spielen. Ich nicht, also das ist nicht so ganz meins. Deswegen ist das so für mich ein typischer Titel, wo ich sage, guckt euch den am besten selber an. Weil ich selbst kann da jetzt nur ein persönliches Urteil fällen und das ist halt, für mich ist es nichts. Ne? Auch wenn so die Idee grundsätzlich ganz geil ist, ne? So auf so einer einsamen Insel gestrandet und das da hinten sieht auch sehr interessant aus und dann so ein bisschen sich quasi hier durch überleben. Sagt man das so? Ist egal, jetzt sagt man es so. Ihr wisst, was ich meine. Das ist im Grunde nicht schlecht, aber ich finde das hier halt irgendwie nicht so. Ist nicht so pralle umgesetzt, so für das, was ich mir vorstelle. Und damit soll es das jetzt hier gewesen sein mit dem zweiten PlayStation 4-Titel. Ich möchte sie nicht unnötig in die Länge ziehen. Ich glaube, ihr habt so halbwegs gesehen, wie das funktioniert und was man zumindest zu Beginn machen muss. Später muss man natürlich auch sehr viel selbst noch ein bisschen rausfinden. Aber das überlasse ich euch. In diesem Sinne soll es das gewesen sein hier mit dieser zweiten Vorstellung. Ich wünsche euch einen traumhaften Tag, einen schönen guten Abend und eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ich verabscheue mich. Du hast die Macht, halt den Mondstein fest und spür die Kraft, du kannst es tun.